St. Pölten verlieh die Wirtschaftskammer Niederösterreich blau-gelben Top-Exportunternehmen die niederösterreichischen Exportpreise. Ist doch der niederösterreichische Exportsektor stark wie nie zuvor und extrem breit gefächert. Wir haben Unternehmen, die haben eine Exportquote von 98, 99 oder 100%. Das heißt, die haben ihre Nischen gefunden, wo sie zu den Weltmarktführern gehören. Insgesamt ist es so, dass die niederösterreichischen Industriebetriebe zwischen 50% und 90% des Umsatzes im Ausland machen. Und das trägt natürlich ganz besonders bei zum Erfolg des Standortes Niederösterreich. Im Vorjahr exportierte Niederösterreich Waren im Wert von 24,7 Milliarden Euro nach Europa und Übersee. Die stärksten drei Exportmärkte sind Deutschland, Ungarn und Italien, gefolgt von Tschechien und den USA. Und das trotz erschwerter Bedingungen wie die Corona-Pandemie und steigende Transport- und Energiekosten. Der Export ist eine wichtige Schiene. Export ist ein wichtiger Grundstein für die niederösterreichische Wirtschaft. Und man merkt es. Und es sind nicht nur die Milliarden, was 2021, das ist das beste Ergebnis der letzten 10 Jahre. Es ist auch jeder zweite Euro geht in den Export und jeder fünfte Arbeitsplatz in Niederösterreich hängt mit dem Export zusammen. Auf europäischer Ebene ist derzeit vieles in Bewegung. Einerseits innerhalb der EU muss man sich vorstellen, dass zurzeit viel Geld auch von der Europäischen Kommission ausgegeben wird für Infrastrukturmaßnahmen, für Digitalisierung und für den sogenannten Green Deal. Das heißt, die Energieversorgung muss umweltverträglich umgestellt werden. Das sind alles Felder, wo niederländische Firmen viel Know-how haben und seit Jahren erfolgreich tätig sind. Unter den ausgezeichneten Unternehmen waren auch zwei Hidden Champions aus dem Bereich Nachhaltigkeit. Wir sehen es auch als unsere Aufgabe, sauberen Strom zu produzieren und es gibt nicht genug davon. Wir sehen es auch an den aktuellen sehr hohen Strompreisen. Und von daher wollen wir natürlich an dem Ausbau auch dabei sein und überall dort, wo wir die Möglichkeit haben, Kraftwerke zu errichten, die auch zu errichten. Die Firma Biotop ist Weltmarktführer im Bereich der biologischen Wasseraufbereitung für Schwimmteiche und Naturpools. Die Firma ist seit über 35 Jahren in Österreich tätig und wir haben ein weltweites Partnernetzwerk aufgebaut, die eben auf unsere Kompetenz vertrauen und unser Fachwissen und diese Filtersysteme eben in ihre Länder auch importieren. Das heißt, unsere größten Partner sind in Deutschland, im gesamten Dachbereich, natürlich auch Niederlande, Belgien bis hinüber nach England. Wir haben natürlich auch Partnerfirmen, die etwas exotischer sind, wie zum Beispiel in Australien und Neuseeland. Niederösterreich setzt in Sachen Exporte auf weitere Expansion und Internationalisierung. Was die Märkte betrifft, sehen wir vor allem im EU-Raum noch großes Potenzial für unsere Unternehmen und hier vor allem in Deutschland, in Norddeutschland und in Ostdeutschland, aber eben auch im skandinavischen Raum. Und hier haben wir uns für das Jahr 2023 einen Schwerpunkt in Schweden vorgenommen. Und was die Fernmärkte betrifft, da wollen wir noch aktiver werden in Nordamerika, in Südkorea, aber eben auch in Indien, weil wir hier noch große Potenziale für unsere Betriebe sehen. Die niederösterreichischen Exportpreise machen eines klar. Niederösterreichs Unternehmen sind auf dem Erfolgskurs und machen sich zu weiteren Höhenflügen auf.